Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Gameplay Commentary. Und so habe ich heute für euch Bodenangriff Team Deathmatch auf der Map Wasteland. Ich spiele mit der Farmers mit Schalldämpfer, Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Ninja als Perks. Ich spiele mit 5711, also Predator, Harrier und die AC-130. Das ist auf jeden Fall ein richtig nices Gameplay, vor allem weil ich hier mit Striker und Famous gespielt habe, was ja beides zwei gute Spieler sind. Und ja, dann in einem Team Deathmatch dann noch so viele Kills zu machen, ist dann ganz gut. Meiner Meinung nach, weil wenn man mit guten Spielern spielt, in einem Modus wie Team Deathmatch, wo es ein Limit gibt, da kann es natürlich immer sein, dass die einem die Kills klauen. Aber naja, es soll nicht ums Gameplay gehen, sondern um mein Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, warum zur Hölle kaufen wir uns eigentlich jedes Jahr wieder das neue Call of Duty? Und warum zur Hölle legen wir es immer wieder in die Xbox, in die PS3? Und obwohl es uns eigentlich total abfuckt. Als Beispiel mal Modern Warfare 2. Im Moment ist es wirklich fast unspielbar. Es wird getubed, es wird gecampt, sonst was. Aber immer wieder legen wir es eigentlich in die Xbox, in die PS3. Und wir spielen es immer wieder. Oder zum Beispiel mit Call of Duty Black Ops. Da ist total das UAV-Gespam im Moment. Und in MW3 ist zum Beispiel die Connection, die scheiße ist. Aber immer wieder spielen wir es, anstatt uns einfach zu sagen, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich spiele das jetzt nicht mehr. Und ich denke mir so, warum machen wir das eigentlich? Weil eigentlich sollten wir doch aus unseren Fehlern lernen. Der Mensch lernt doch aus seinen Fehlern. Und es nicht mehr spielen. Aber ich persönlich denke mir immer, hey, es war mal gut, das Spiel. Es könnte sein, dass es wieder gut klappt. Und deshalb spiele ich es dann nochmal wieder. Außerdem habe ich für das Spiel Geld ausgegeben. Warum sollte ich es dann nicht spielen dürfen? Ja, und deshalb spiele ich es immer wieder und ich reg mich immer wieder auf. Eigentlich ziemlich dumm, aber ich denke, wir alle machen es immer wieder. Und mich würde mal interessieren, warum ihr das macht. Weil es gibt bestimmt ein paar Leute unter euch, die genauso sind wie ich und es immer wieder versuchen, mal eine gute Runde zu haben. Und da immer mal wieder versuchen, irgendwie ihren Spaß an dem Spiel zu haben. Außerdem möchte ich natürlich wissen, ob es auch Leute von euch gibt, die sich sagen, nee, das packt mich ab, ich spiele kein Call of Duty mehr, ob sowas auch gibt. Ich persönlich muss dazu auch noch sagen, dass ich Call of Duty fast nur noch wegen YouTube spiele und wegen den Leuten, die ich durch COD kenne. Ja, also ich würde sagen, ohne YouTube würde ich es gar nicht mehr spielen. Dann kommen wir auch gleich zu der Frage, die so ein bisschen sich daran anknüpft. Und zwar, warum kaufen wir uns jedes Jahr wieder das neue Call of Duty? Also dieses Jahr kommt ja Black Ops 2 raus, das ist ja irgendwie in 3 Wochen, 2 Wochen, ist mir auch egal, 3 Wochen vielleicht, weiß ich nicht. Und wir werden uns, wahrscheinlich werden sich 90% meiner Abonnenten das Spiel holen, obwohl Modern Warfare 3 von 90% meiner Abonnenten als der allerkrasseste Abfuck angesehen wurde. Sagt ihr euch jetzt, hey, es ist Treyarch, es ist nicht Infinity Ward, vielleicht wird es ja geil, Black Ops war auch geil. Oder seid ihr eher so der Meinung, wie ich es eigentlich auch bin, es gibt keine richtigen Shooter-Alternativen, die so nach dem Prinzip funktionieren. Und weil Call of Duty macht vom Prinzip her eigentlich auch extrem viel Spaß. Es wird halt von Gegnern und Einzelheiten versaut. Aber ich sag jetzt mal zum Beispiel das Killstreak-Bashen oder vielleicht an sich, wie das aufgebaut ist, die Modi, das mit den Perks. Das alles macht an sich vielleicht sehr viel Spaß. Und vom Prinzip her ist es auch gut. Und es gibt einfach keine Alternativen so in die Richtung. Und wenn es Alternativen außerhalb dieses Bereichs gibt, wie zum Beispiel Battlefield, wo es halt keine Killstreaks gibt, mir persönlich gefällt sowas zum Beispiel nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Also es gibt nichts, was in diese Richtung geht und was vom Prinzip her gut ist. Weil, wie gesagt, Call of Duty ist vom Prinzip her gut. Wenn man sich das mal so ansieht, es ist eigentlich ein gutes Spiel, nur wenn man sich dann die Leute ansieht, die es spielen, oder die Waffen, mit denen die Leute spielen, das alles macht das Spiel dann wieder zu dem, was wir jetzt haben, ne? Aber darauf möchte ich jetzt auch nicht ausschweifen, weil das Gameplay jetzt gleich vorbei ist. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, es würde mich wirklich mal interessieren, warum ihr denn immer wieder das Spiel einlegt, obwohl es euch eigentlich gar nicht gefällt, obwohl es euch immer wieder abfuckt und warum ihr euch dieses Jahr das neue Call of Duty kaufen werdet und warum ihr es auch im nächsten Jahr wahrscheinlich tun werdet. Ja, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare und ich würde sagen, seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Eine Bewertung würde mich freuen. Bis dann, ciao.